Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Ebrunus wieder am Start und zwar mit der nächsten Vorstellung. Und zwar geht es diesmal wieder um einen neuen Router, einen Rockspace AC 2100, einen Dualband Gigabit Wi-Fi Router. Das Ganze gucken wir uns jetzt direkt mal an. Wer ja das ein oder andere Mal schon mal sich die Frage gestellt hat, warum ist mein Internet so langsam, beziehungsweise ist der Internetanschluss mit 50 oder 100.000 gebucht und kommt nicht ganz in alle Ecken, liegt es ja meistens an dem WLAN-Netzwerk. Die meisten Router verfügen da über 2,4 Gigahertz, welches jetzt natürlich dann irgendwann auch schon ausgedient hat, denn wir schauen mal, da sind bis zu 300 Mbits möglich, aber über 5 GHz gehen natürlich 1733 jetzt hier bei dem Router. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, dass wir einmal die verschiedenen Anschlüsse durchgehen, unter anderem mit einem USB-Port, WPS-Reset-Button und wir haben die Möglichkeit, vier verschiedene Netzwerkgeräte über das Netzwerkkabel anzuschließen. Soweit, so gut. Finde ich schon mal sehr interessant. Das Schöne daran ist, dass wir hier die, wie gesagt, Dualband haben, sprich 5 GHz und die 2,4 GHz. Das gefällt mir sehr gut und ich benutze selber, um in der Distanz jetzt hier das Internet zu erweitern, unabhängig voneinander entweder mal ein Devolo Magic Kit oder auf der anderen Seite gerne mal den ein oder anderen Repeater, um halt mal durchzuprobieren, wie gut die Geräte so sind. Wobei man bei Powerline und dem Devolo Magic Kit sagen muss, das ist schon wirklich eine sehr gute Sache. Allerdings habe ich dann auch noch mal einen Repeater, den ich jetzt hier wirklich meinetwegen in ein Zimmer reinstecken kann, welches nicht gleich in der Nähe vom Router ist. Das ist schon mal ganz in Ordnung. Somit muss halt das Signal vom Router nur verstärkt werden. Schauen wir mal rein, was uns jetzt hier der Rockspace Router direkt mit auf den Weg gibt. So, wir haben jetzt hier ganz normal das Netzteil. Wir haben jetzt hier den Router. Und wir haben ein flaches Netzwerkkabel direkt nochmal dabei. Das ist sehr schön. Und den Quick Start Guide. Schauen wir uns mal ganz kurz den Router direkt mal an. Der hat ja hier wunderschöne, nicht Spinnenbeine, in Lego-Optik kommt er daher, ist ja cool. Aber wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, die vier Antennen zu positionieren. Bis zu, ich glaube, 160 Quadratmeter soll das Ganze abdecken. Also ideal. Wir schauen mal direkt an die unterste Seite drunter. Da sehen wir alles Wichtige direkt einmal direkt dabei. 12 Volt, 2 Ampere braucht das Ding. Okay. Und das hier oben ist wirklich, das ist doch Lego-Optik, jetzt mal ohne Witz. Der Rückseite haben wir den USB-Port, die vier Netzwerkgeräte, die wir anschließen können, den Powerport mit dem Netzteil natürlich und hier kommt das Internet rein, also über WAN angeschlossen und er sollte als Home-Server soweit auch gut fungieren, indem wir wahrscheinlich USB-Stick und Festplatten ohne Probleme anschließen können. So, jetzt bin ich aber mal ganz kurz gespannt. Nehmen wir das hier erstmal, na du, erstmal weg. So, der sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Im Klavierlack kommt das Ganze daher. Jetzt muss ich das unbedingt testen, ob das Lego ist. Es ist tatsächlich möglich, sich hier seine eigene Lego-Welt drauf aufzubauen. Das habe ich ja auch noch nicht so gesehen. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auf dem Router, ich weiß es noch nicht, also so alle Teile, glaube ich, passen nicht direkt. Aber der hier passt schon mal ganz gut. Der, es ist einfach haargenau für Lego-Sachen. Guck dir das an. Okay, hier bei großen Platten funktioniert das auch. Also hier kann man auf jeden Fall das ein oder andere Universum drauf aufbauen und sich dann dementsprechend damit vergnügen. Finde ich ja eine ziemlich coole Sache und habe ich jetzt bisher auch so noch nicht gesehen. Wer Tipps dafür hat, kann es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Hier werden auf jeden Fall die ein oder anderen coolen Figuren drauf untergebracht werden. Das ist ein bisschen Geek-Stuff und ein bisschen nerdy, aber genauso gefällt mir das natürlich. Ja, Quick Start Guide, gucken wir mal ganz kurz rein. So, das erstmal alles an die Seite. Ja, das denke ich mal, werden wir jetzt ganz normal in Betrieb nehmen. Ich werde es einfach bei mir an den Router beziehungsweise jetzt an die Fritzbox anschließen und dann einfach nur das Ding per LAN-Kabel anschließen und dann müssen wir uns mal direkt die App anschauen und überprüfen, wie gut die Reichweite damit ist. Das machen wir natürlich einmal vorher, einmal nachher mit dem Standard-Router. Das sollte soweit klar sein und dann bin ich mal gespannt, inwieweit ich das Ding jetzt hier dann so mit dem Fächer-Antennenstab hier benutzen kann. Eine Woche später habe ich jetzt die Zusammenfassung von dem Gerät auch schon so durch. Wir gucken mal, mir ist tatsächlich das ein oder andere Lustige eingefallen, wie wir den Router so ein bisschen verschönern können, da wirklich die Lego-Oberfläche einfach perfekt funktioniert und wie die kleinen Figuren jetzt hier so einigermaßen brauchbar drauf stapeln können. Dann sieht das auf jeden Fall nicht ganz so komisch aus mit diesen vier Flügeln da hinten, beziehungsweise Antennen. Und dementsprechend haben wir jetzt hier den Router auch ausgetauscht. Wieso ausgetauscht? Normalerweise hatte ich immer eine Weile lang unterm Schrank
diesen Router drunter und habe immer gemerkt, ja, okay, da hatte ich das Devolo Magic Kit 2 noch dran. Ja, dafür über Powerline funktioniert das ganz gut, aber WLAN-mäßig jetzt hier ist von dem Router von der 7412 nicht viel zu erwarten. Das ist halt wirklich der absolute Einsteiger-Router. Den gibt es halt immer so mit dazu. Und dann dachte ich, bevor du dir jetzt einen anderen holst, kannst du das Ganze ja damit ausprobieren. Und siehe da, ich bin auf jeden Fall ein bisschen weitergekommen. Und zwar habe ich jetzt hier vor einigen Monaten ja schon mal den Repeater von Rockspace gehabt und der hat auch wirklich hervorragende Arbeit geleistet. Oder macht er immer noch, um das WLAN-Netzwerk von der 7412 zu erweitern. Und dann hatte ich aber eigentlich immer noch den RT AC56U Dualband Asus Router. Leider hat der mich dann irgendwann verlassen, weil, wie man hier so unschwer erkennen kann, wollte ich eigentlich nur mal ein Video zu machen, jetzt mache ich es direkt hier. Wenn WLAN durchknallt, sieht das meistens wirklich so aus. Und zwar ist dann einfach das kleine Ding durchgebrannt. Ja, ärgerlich. Dadurch hat sich das erledigt und es musste irgendwas anderes her, was ich gleichzeitig als FTP-Server noch laufen lassen kann. Der sah damals schon sehr gut aus, muss ich sagen. Der hat halt viele Netzwerkanschlüsse, die ich eigentlich gar nicht brauchte. Mir war dieser USB-Port tatsächlich wichtig und die 7412 hat diesen USB-Port nicht. Und das kann natürlich so nicht bleiben. Jetzt aber haben wir ja die Möglichkeit, unseren Rockspace-Router hier direkt als FTP-Server auch noch mit einzurichten. Sprich, hinten kann ein USB-Stick ran, eine SSD oder eine HDD und dann kann ich das Ganze hier so einrichten. Übrigens, wer sich wundert, warum stehen die Figuren nicht eigentlich direkt auf den LEDs, die kann ich auch noch direkt mit Uhrzeit gesteuert ein- oder ausschalten bzw. einfach ausgestellt lassen. Jetzt gucken wir uns aber erstmal den Router an, was er so alles kann. Normalerweise sieht das bei mir eigentlich immer so aus, nicht nur mit den lustigen Figuren, sondern ich habe immer den Repeater benutzt, um mein Modem, die Fritzbox 7412, ein wenig zu erweitern. Die funkt aber nur auf 2,4 GHz und nicht auf 5 GHz. Das ist ein Problem, weil mein Roku TV-Stick mit 2,4 GHz von der Fritzbox nicht klarkommt, warum auch immer. Wenn ich dieses Netzwerk erweitere über den Rockspace, ist das wiederum gar kein Problem. Hier sehen wir also, ist die Fritzbox 7412 dabei, die schlägt voll aus, weil ich am selben Raum gerade sitze. Dann habe ich noch den Rockspace über 2,4 GHz und den Rockspace über 5 GHz. Das heißt, das ist der jetzt hier, der hier so langsam hin und her flackert und der macht auch seinen Job richtig gut. Dadurch konnte ich mir den Rockspace Repeater bisher auch immer wieder klemmen, das muss ich ganz gut sagen, weil ich ja hier, wie gesagt, nicht mehr meinen schönen 2,4 und 5 GHz Router habe. Der ist ja nun hin, ärgerlicherweise. Und da der ja gleich die Festplatten mit verarbeiten kann, gucken wir uns das mal an. Wir gehen also auf aktuelles Netzwerk. Suchen uns den Rockspace Router, egal ob das 5G-Netzwerk oder nicht. Das gibt es vorher so noch nicht. Wir müssen uns erstmal einwählen. Dann machen wir folgendes. Wir gehen runter oder in den Play Store erstmal, laden uns die RS Wi-Fi App runter. Das machen wir. Und dann habe ich den Rockspace hier natürlich. Der wird hier eingeblendet, weil ich ihn ja schon ausgewählt habe als Netzwerk. Und dann kann ich den steuern. Ich könnte natürlich auch noch andere Router steuern, aber jetzt habe ich ja nun mal gerade den hier. Dann gebe ich mein Passwort ein. Nachdem ich das gemacht habe, bin ich dann auch schon direkt drinnen. Er sagt mir, ich kann mich von überall anders auch noch von jeder Zeit über die Cloud anmelden. Dafür brauche ich dann bloß noch direkt die Config eingeben. Mache ich erstmal jetzt nicht, mache ich dann später nochmal. Jetzt habe ich an der Stelle jetzt hier im Standardbildschirm sehen wir dann also direkt den Verbrauch der Megabit oder Megabyte oder Kilobyte pro Sekunde, welches jetzt Gerät sich gerade hier natürlich welche Verbindung sichert. Das haben wir jetzt hier oben nochmal die Möglichkeit zu sehen. Das S8 ist stillschweigend, weil ich es gerade in der Hand habe und der Laptop hier, der streamt gerade im Hintergrund. Das heißt, der ist jetzt direkt über den Rockspace angeschlossen und man sieht auch hier im Hintergrund immer die Lämpchen flackern, wenn ein Gerät verbunden ist. Das heißt, in Kilobyte oder Megabyte pro Sekunde sehen wir hier, welches Gerät gerade was braucht. Vor 18 Minuten hat er sich also eingeloggt und wir sehen auch hier währenddessen die Megabyte pro Sekunde oder auch Kilobyte pro Sekunde. Ich kann eine Geschwindigkeitsgrenze reinbauen, was ich auch ziemlich gut finde, wenn ich jetzt einen großen Download habe, den ich noch runterladen muss über die Konsole, kann ich jedes Gerät, ich sag mal, auf 1 Megabit begrenzen, bis ich dementsprechend dann halt die Möglichkeit habe, meinen Download schneller abzuschließen. Spaß am Rande, macht man natürlich nicht. Aber wäre möglich, weil ich ja auch noch einen Gastzugang offiziell bringen könnte. Ob Web, Video, Gaming, das kann ich halt mit den ganzen unteren Sparten hier noch einfügen. Ansonsten, die Geschwindigkeitsgrenze ist das eine. Die Verbindungsbenachrichtigung über das Gerät kann ich auch per Remote erhalten, das heißt über die App, wenn sich irgendein Gerät hier einloggt. Zum Beispiel habe ich eine Kindersicherungsfunktion drin, die kann ich aktivieren, das heißt, ab 22 Uhr soll kein Internet mehr verfügbar sein als Beispiel. Hier steht es drin, jeden Tag ist bei mir natürlich jetzt nicht aktiviert gewesen, könnte ich aber machen und ich könnte es für die Tage genau nochmal alles einschalten. Finde ich ziemlich cool. Bei zum Beispiel Schulkindern, die jetzt keine Grenze kennen, kann man das Ganze dann einfach noch mit reinbringen. Ein Webfilter ist halt noch auch mit drin, kann ich halt Webseiten auf die Blacklist setzen, die ich halt nicht direkt jetzt hinzugefügt haben möchte. Auch eine ziemlich gute Sache, Geräte individuell, schon mal ganz sicher.
dass auf jeden Fall nichts schief gehen kann. Kindersicherung nehme ich wieder raus. Die Anmerkung kann ich direkt jetzt hier mit reinpacken. Welches Gerät ist das? Kann ich mir natürlich einen Namen aussuchen oder natürlich selbst was eingeben. Was haben wir hier oben? Da ist gar nichts. Hier passiert auch soweit gar nichts. Internetinformation ist IP- und MAC-Adresse von dem Gerät. Das ist auf jeden Fall sehr übersichtlich. Speicher ist noch ganz wichtig. Den habe ich noch gar nicht drin. Probieren wir mal direkt. So, ich habe jetzt als Beispiel mal einen USB-Stick, der wird später durch eine HDD natürlich noch irgendwann ersetzt, um dann halt, wie gesagt, per FTP-Server ein paar Files hin und her schieben zu können, wenn ich jetzt nicht direkt hier in der Nähe bin. Sowieso ein bisschen lang da hinten, spielt aber keine Geige. So, dann können wir jetzt Folgendes machen, und zwar haben wir jetzt hier die Möglichkeit, auf den Speicher direkt drauf zuzugreifen. Ich gehe also einmal ganz kurz drauf und wir sehen jetzt hier an der Stelle, da haben wir dann also die Möglichkeit, alles so zu sehen, was wir direkt brauchen. Das ist also mein Speicher, da kann ich von überall drauf zugreifen, wenn ich das per Remote oder wie gesagt als FTP-Server dann eingereicht habe. Und das ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Variante, um dann halt Sachen runterzuladen oder hochzuladen, die ich jetzt hier benötige, wie meine eigenen Fotos als Beispiel. Was zum Beispiel auch ziemlich gut klappt, ist direkt jetzt die Möglichkeit, Sachen direkt von da aus zu streamen. Das heißt, wir können jetzt hier den VLC-Player benutzen und er streamt mir jetzt etwas direkt von meinem Server übers Internet. Das heißt jetzt im Moment gerade noch von, also WLAN zu WLAN. Das ist soweit klar, weil ich direkt verbunden bin. Aber wenn ich das per Remote später drin habe, kann ich mir das Ganze natürlich ohne Probleme jetzt hier rüberziehen. Also das ist auf jeden Fall schon eine ziemlich coole Sache. Und nicht nur das geht, sondern ich kann die Sachen natürlich auch dementsprechend runterladen aufs Telefon oder Tablet und so weiter und so fort. Macht auf jeden Fall einen riesen Gaudi, finde ich persönlich. Habe ich schon immer hier beim Asus Router mit ausprobiert. Hat mir jetzt so ein bisschen gefehlt in der Vergangenheit, wo das Ding halt kaputt war. Ärgerlich. Okay, gucken wir uns nochmal ganz kurz die Tools an, welche ja auch nochmal ganz wichtig sind für so einen Router. Also Internetinfo ist soweit klar. Da sind die ganzen IP-Adressen und MAC-Adressen drin, WLAN, Name und Passwort. Kann ich euch ruhig zeigen, ist kein Problem. Und zwar sieht man das Passwort ja sowieso nicht, weil ausgeblendet. Und ich könnte mein Netzwerk noch als verstecktes Netzwerk hier integrieren, dass es halt gar nicht erst gefunden werden kann. Des Weiteren können wir jetzt hier den Neustart des Routers, nochmal anstoßen, falls die Festplatte sich oder der FTP-Server sich so aufgehangen haben sollte. Internet-Einstellungen sind auch klar. Habe ich jetzt bei mir alles auf Automatik drin, weil brauche ich nicht weiter, weil dafür habe ich ja die Fritzbox als Modem direkt vorher. Als nächstes Login-Passwort, denke ich mal, auch kein weiteres Problem. Die Blacklist meiner Websites oder beziehungsweise der Geräte. Ich habe jetzt einfach mal eins draufgesteckt, um einfach mal zu testen. Das kommt auf jeden Fall dann nicht mehr ins Internet rein. Finde ich ziemlich cool. Da wird dann einfach nur angezeigt, kann nicht mit dem Internet verbunden werden. Update gibt es gerade keins. Die LED-Kontrollleuchten, die jetzt hier so lustig hin und her blinken, kann ich ansonsten direkt ausschalten. Dann blinken die nochmal ganz kurz und jetzt ist Ruhe im Kanast und zack, das war die letzte. Jetzt ist erstmal Feierabend. Wenn ich die wieder anschalten möchte, sieht man jetzt hier auf der rechten Seite, dauert einen Moment, dann kommen die wieder und blinken halt. Aber das ist kein Problem, denn die kann ich auch uhrzeitgesteuert noch benutzen. So, das WLAN kann ich noch beschleunigen, dann werden hier so ein paar Sachen erstmal analysiert. Ich habe das jetzt bei mir so hingestellt, dass der jetzt hier eigentlich einen freien Raum hat. Das ist also kein großes Problem. Damit brauchen wir uns jetzt auch nicht großartig auseinandersetzen. Und er scannt jetzt sozusagen den Kanal, wie man gerade gesehen hat. Und wenn er den Kanal noch lange nicht voll hat, geht das weiter. Gastnetzwerk, wie gesagt, kann ich auch noch hinzufügen, habe ich jetzt noch nicht. Aber wenn man Gäste hat, kann man das gerne machen. Der WLAN-Zeitplan, das ist allgemein gemeint, nicht die Kindersicherung, sondern das WLAN allgemein kann gesteuert werden. Ist bei mir auf Open End erstmal, weil man weiß ja nie, wann man mal WLAN braucht. Kann ich aber, wie gesagt, an jedem Tag individuell einstellen. Oder wie gesagt, wenn ich im Urlaub bin, wenn ich das weiß, kann ich den auch per Remote natürlich steuern. Dafür muss ich mich halt bloß vorher registrieren. Die Sendeleistung habe ich auf Maximum und hochgestellt. Dadurch, dass er die vier Antennen hat, denke ich mal, muss man das Ganze auch ausnutzen. Zumindest dann tagsüber, wenn keiner in diesem Raum hier drin ist. Und ansonsten kann man den ja nachts auf niedrig stellen, sodass es auf jeden Fall noch vollkommen ausreicht oder mittel. Das ist halt ganz wichtig. Aber dafür ist wirklich der Sendedurchsatz ziemlich gut. So, Sicherheitsprüfung wird auch nochmal direkt jetzt hier geprüft. Da macht er jetzt im Hintergrund alles Mögliche. Okay, habe jetzt also die richtigen Sachen schon drin. Alles ist auf jeden Fall sicher. Auch gegen DDoS-Attacken ist er geschützt. Soweit, so gut. Remote-Aktivierung habe ich jetzt noch nicht. Das kommt bei mir als nächstes. Dazu muss ich mich erst registrieren mit E-Mail und Passwort, damit ich dann von überall auf der Welt und von jedem Internetanschluss direkt drauf zugreifen kann. Aber jetzt, wie gesagt, kommen wir nochmal ganz kurz zu den Speedtests selbst. So, wir schauen mal direkt jetzt hier beim Speedtest nochmal rein. Wenn ich jetzt hier mit dem Standard-Router, also Schrägstrich, Fritzbox Modem gerade verbunden bin. Jetzt gucken wir mal ganz kurz, wenn ich hier im selben Zimmer stehe und die Fritzbox ist also da unten und ich bin auf 2,4 GHz angebunden, dann sehe ich jetzt hier schon, ich bin bei 40
Mbit, das ist nicht sonderlich viel. Okay. Das heißt, 50.000 kommen eigentlich normalerweise an. Wir machen jetzt mal diesen hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns ist auch gerade hier alles mit 2,4 GHz überlaufen. Deswegen gehe ich auf 5 GHz und muss ganz ehrlich sagen, das sieht dann definitiv schon ein bisschen anders aus. Das heißt, wir gehen jetzt hier vom 5 GHz Netzwerk nochmal drauf. Der steht ja nun, wie gesagt, da drüben. Da sieht man ihn. Und da ist schon ein bisschen mehr zu holen. Also man sieht definitiv, da kommt auf jeden Fall mehr Leistung an. Das ist aber auch klar, weil wir ja im selben Raum sind. Wir machen jetzt ja mal Folgendes. Wir gehen einfach mal direkt rüber. Ping ist übrigens sehr gut. 11, wie wir hier sehen. So, da ist es. Jetzt. Man sieht es. Ein bisschen unscharf. S8 filmt halt nicht mehr so gut, aber egal. Ich habe es extra mit dem S20 jetzt hier. Wir gehen mal direkt jetzt hier drauf. So, zwei Räume weiter. Und wir können auf jeden Fall schon mal schauen. Jo, auch hier über 5 GHz immer noch perfekt angebunden. Hätte ich jetzt am Anfang auch nicht gedacht, aber egal. Das heißt, wir machen jetzt mal Folgendes hier. Wir gehen jetzt einfach mal eine Treppe nach oben hoch, um einfach mal zu schauen, wie sich das eine Etage höher auswirkt. Deswegen steht der Router auch mitten im drin, damit man auch direkt hört, was los ist. Ich gehe einfach mal so weit wie möglich weg. So, gucken wir mal ganz kurz drauf. Auch so weit wie möglich weggelaufen. Auch hier oben noch über 5 GHz, das darf man nicht vergessen. Also selbst hier ist 2,4 GHz schlechter. Das ist echt traurig, aber wahr. Wenn ich jetzt hier so schaue, okay, sieht nicht weiter schlecht aus. Wir gehen nochmal drauf, wir gehen nochmal auf Rockspace. Und wenn ich jetzt versuche, das Ganze hier nochmal so einzucatchen, hat er, ja, also er ist jetzt drinne, da ist er. Videoqualität wieder besser als alles andere, Herr Moin. So, wir gucken mal. Und ihr seht, oh ne, tatsächlich hier ist 2,4 GHz witzigerweise teilweise besser. Immer noch gut genug, muss ich sagen. Wenn man bedenkt, wir haben jetzt ohne Repeater, also das ist schon mal ganz wichtig zu sagen. Wenn ich jetzt hier bin, noch auf 2,4 GHz in derselben Etage und ich gehe einfach noch mal ein kleines Stück weiter runter. Das heißt, da drüben steht der Router und ich bin jetzt wieder am äußersten sozusagen da, wo ich eben schon stand, bloß in der mittleren Etage. 2,4 GHz, schlechter auf derselben Etage, was nach rechts geht, statt nach oben. Das ist echt ein Witz, oder? Also muss man einfach mal so sagen und das ohne Repeater. So, wir gehen noch mal ganz kurz raus. Wie gesagt, ab 30.000 meckere ich schon nicht mehr rum, reicht eigentlich noch vollkommen aus. Wir gehen noch mal eine Stufe runter. Gehen noch mal ganz kurz hier so weit wie möglich weg. Und befinden uns jetzt auch am äußersten Punkt vom Haus. So, und jetzt versuchen wir mal eins und gehen direkt nochmal drauf. Auch 2,4 GHz. Um Gottes Willen. So 8000er Leitung. Also witzig, was das ausmacht. Nach oben strahlt der Router gut ab, nach unten aber nicht. Das heißt, 7000er Leitung. In der Küche hatte ich sonst nie Empfang. Das ist natürlich schon echt gar nichts mehr. Das heißt, ich gehe jetzt mal direkt drauf, wechsle nochmal die Frequenz, mal sehen, ob ich überhaupt 5 GHz hier unten empfangen kann oder ob der gar nicht mehr da ist. Also man sieht auf jeden Fall, 2,4 GHz ist schon ganz schön am Kämpfen. Und ich glaube, 5 GHz gibt es einfach gerade gar nicht mehr. Nee, empfängt er gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen also darauf bleiben, oder wir bleiben jetzt einfach mal, jetzt gehen wir direkt unten in den Raum unter dem Router. So, nochmal hier drüber. So, wir schauen. Da ist 5 GHz wieder da. Und jetzt hier an der Stelle, wo wir das Ganze hier so uns anschauen können, ist also 5 GHz dabei. Und 5 GHz da, wo es auch hin soll, sozusagen direkt jetzt im Raum unter dem Router. Ich kann jetzt keine Schärfe mehr einstellen. Was ist denn da los? Jetzt. Also im Raum, da, wo es benötigt wird. Da ist auf jeden Fall auf 5 GHz Frequenz alles noch gut. Und da muss es so auch hin. Upload auch bei 10 Mbit kann man soweit also auch nicht klagen. Wenn ich jetzt hier auf 2,4 nochmal runtergehe, was ja hier die Fritzbox sonst vorher auch nicht weiter konnte, da müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Zeigt er mir da unten an. Gehe ich mal rauf. Man sieht schon, 2,4 GHz hat er jetzt umgeschwenkt. Und dann gehen wir nochmal zurück. Und das war eben gerade das Ergebnis. Die 48,5 waren 5 GHz. Und das müssten jetzt dann, ja, also 2,4 GHz ist wesentlich schlechter, deswegen funke ich alles auf 5 GHz und es kommt auf jeden Fall
gut drauf an, da kann man soweit nicht meckern. Dementsprechend würde ich halt im unteren Geschoss halt weiterhin den Repeater benutzen. Der würde an der Stelle hier drinne stecken, wenn jetzt hier kein Ladegerät wäre. Somit habe ich auf jeden Fall überall die Möglichkeit, im unteren Geschoss auch noch maximalen Speed auszunutzen. Das reicht sogar, wenn ich jetzt hier oben, wie gesagt, nur die Fritzbox habe und dann als Repeater dann ganz einfach jetzt hier den Rockspace. Und der hat auch wirklich gute Leistung, finde ich persönlich, weil der hier die zwei Antennen hat, einmal 2, einmal 5 GHz. Und dann ist das nicht weiter so außen vor. Wenn man jetzt allerdings hier direkt einen Blick drauf wirft, finde ich den Router hier tatsächlich besser, weil ich jetzt hier die FTP-Anbindung dran habe, endlich wieder Festplatten am Router anschließen und dann kann man ohne Probleme mal ein paar Files hin und her kopieren, wenn man das gerade so benötigt. Das kann ja die Billig-Fritzbox nicht. Können wir natürlich auch einfach noch eine größere Fritzbox holen, die allerdings wahrscheinlich im Einstiegspreis bei 200 bis 250 Euro liegt. Da brauche ich die nicht. Dann lieber von hier aus per LAN-Kabel hier hinten rein. Zack, das gelbe LAN-Kabel geht rein und ab dann geht es per Funkstrecke weiter. Und wie gesagt, wenn ich es dann doch nochmal anders machen möchten würde, könnte ich das ganze Ding wahrscheinlich noch in einen anderen Raum unterbringen. Wenn ich hier mit Repeater arbeiten würde, auch per Netzwerkkabel, kein Problem. Ansonsten kommt wieder das Devolo Magic Kit 2 ran, welches jetzt hier natürlich per Power, was war das? Nicht Delivery, sondern Powerline läuft. Ja, das soll es an der Stelle gewesen sein. Ich bin erstmal raus. Wer sich das irgendwann angucken möchte, der Videolink oder der Link zu Amazon ist wie immer unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen.